when I'm meditating, while I'm waiting to be fading into another world to be another place, because this is too horrible, like in hell to me, this world is only what you want. About is just reality. Chemtrails, as far as your eyes can see. Babylon is praying over you and me. If your ears work, y'all, you must hear me. Babylon is changing our reality. Long time the government taking me pulling out the sky. The people don't know, so they don't pass by. Things they are country, but them alive. Aluminium body on this red sky. Judgment, she always hearing. Wolken über diesen Bereich hier lösen sich auf. Und es ist halt sehr windig, wie man an den Windrädern ziemlich gut erkennen kann. Die sind auf jeden Fall heute sehr schnell am Drehen. Künstliche Wolken verschwinden und dahinter bilden sich schon natürliche Wolken. Ja, hallo erstmal. Ich wollte euch mitteilen, dass es wirklich geholfen hat, was ihr gemacht habt. Also die Spenden von euch sind zum Großteil angekommen. Und beziehungsweise sind alle angekommen und sind auch genau an der richtigen Stelle angekommen. Und dafür also vielen lieben Dank. Und das hat mir einen riesen Motivationsschub verpasst und deswegen habe ich hier in meiner neuen Bleibe jetzt alles angefangen aufzuräumen. Und das Ergebnis zeige ich euch später. Und dann wollte ich euch noch zeigen, was der Lohn ist dafür, wenn man einen Cloudbuster aufbaut. Also der Abend am ersten Tag, nachdem ich den fertig aufgebaut hatte, da bin ich nach Marburg gefahren im Bus. Und der Himmel, der war wunderschön. Guckt es euch an. Ja, und nochmal vielen Dank. Bitte unterstützt mich auch weiterhin so gut. Das hat wirklich gut getan. Und ich denke mal, mit noch ein bisschen Unterstützung werde ich vielleicht dieses Jahr es schaffen, mich selbstständig zu machen. Crowdfunding-Projekte folgen. So, ich konnte zwar aufgrund meiner Krankheit und Infektion meine Tour noch nicht starten, weil die Gefahr, dass es sich unterwegs weiter in meinem Körper ausbreitet, ist halt zu groß. Stattdessen habe ich halt mir Zeit genommen, um zu Hause aufzuräumen. Wie war das? Vor der eigenen Tür kehren und so. Und habe halt erstmal hier drinnen aufgeräumt, beziehungsweise in dem Haus von unserer Genossenschaft. Und ich hatte auch ein bisschen Hilfe von ein paar netten Leuten und jetzt zeige ich euch mal. Ja, und es war halt so, dass dann auch mein Mitbewohner nach ein paar Tagen irgendwann motiviert war und dann angefangen hat, selber auch aufzuräumen. Der war halt auch ein bisschen depressiv und so und hat das alles schleifen lassen, weil er auch so viel zu tun hat. Weil er diese Genossenschaften macht und alle möglichen Sachen. Und da habe ich halt dann ihm ein bisschen den Rücken freigehalten und jetzt hat er auch angefangen, seinen eigenen Kram aufzuräumen. Also im Prinzip heile ich ihn gerade mit, während ich mich selbst heile.
Und das ist ja auch ganz gut. Ja, also schaut euch ja mal an, was hier passiert. Also diese Scheune stand komplett zu mit Zeug. Jetzt ist da schon wieder Neues dazugekommen, wie hier zum Beispiel die ganzen Regale und Schränke. Die standen nicht da, aber sonst war hier alles frei. Hier stand fast alles zu, man konnte überhaupt nicht bis hinten an die Wand gucken. Ja, dann habe ich halt Regale aufgebaut und die eingeräumt. Bin auch immer noch ein bisschen im Aufräumen, es ist halt noch nicht ganz fertig. Ich kann nicht mega viel machen, weil ich immer ein paar Stunden Zeit brauche, um Medikamente zu nehmen, zu desinfizieren und so weiter. Und ja, aber wie auch immer, auf jeden Fall habe ich halt die ganzen Türen sortiert mit Hilfe von einem guten Freund von mir oder Kumpel von mir, der extra hierher gekommen ist, um zu helfen. Die Stühle und so weiter hier. Und ja, also es ist auf jeden Fall schon wesentlich besser. Hier die ganzen Stöcke lagen kreuz und quer an der Wand. Jetzt sind die halt hinten schön eingeräumt. Hier die ganzen Baumstämme auch. Und hier die ganzen Stöcke. Die lagen hier überall kreuz und quer durch den Raum verteilt. Und ich habe die halt da in den Korb und da hinten schön aufgestellt und sortiert. Auch die Bretter so nacheinander sortiert und so. Und habe auch einiges Nützliches gefunden, was man später noch gebrauchen kann. Ja, außerdem habe ich jetzt die Solarzelle schon mal aufgestellt, aber es ist halt noch nicht der endgültige Platz. Ich habe mir jetzt überlegt, die kommt da oben an das Dachfenster. Ja, das wird alles noch ein bisschen Arbeit sein, eine Woche oder zwei. Dann war hier vorne alles vollgemüllt. Wir hatten einen riesen Haufen Sperrmüll, den ich euch auch noch zeigen kann. Der stand hier vor dem Cloudbuster. Den musste ich noch einmal komplett auf die andere Seite räumen, weil die uns sonst 5000 Euro Strafe versucht hätten reinzudrücken. Nur weil der hier vorne einen halben Meter irgendwo hier auf dem Bürgersteig, bis auf dem Bürgersteig stand und weil die nicht am besagten Termin abgeholt haben. Wir haben den vielleicht 2 Tage oder 3-4 Tage zu früh rausgestellt, aber dann kamen die nicht und ja. Am Ende hätten sie beinahe gar nicht mitgenommen, weil wir hatten ja dann auf die andere Seite getan, damit sich keiner mehr beschweren kann. Und ja, das hätte dann übel enden können, aber wir haben es ja noch geschafft, gerade so die morgens früh zu erwischen und denen Bescheid zu sagen, dass es auf der anderen Seite vom Haus jetzt steht. Wir hatten zwar einen Zettel geschrieben, aber das nützt ja nichts. Und dann haben wir hier die ganzen alten Sofas weggeschmissen und hier so ein paar Verranzte, die wir von unserem ganzen Sperrmüllgedöns immer wieder bekommen, halt hingestellt. Jetzt muss halt noch die Werkstatt aufgeräumt werden. Das ist noch nicht ganz fertig. Ja, hier ist auf jeden Fall auch noch was entstanden. Das habe ich jetzt nicht gemacht, aber das war dann das Resultat, dass hier auch mal aufgeräumt wurde. Jetzt haben wir hier 2 Regale, ist ein bisschen ordentlicher. Und auch hier die ganzen Blumentöpfe mal sortiert und alles von draußen reingeräumt, was halt nicht, was halt den Hof blockiert hat. Ja, wir haben ja ständig auch Zeug von unserem Sperrmüllfahrten, das halt in Massen hier ankommt und das muss natürlich auch immer wieder aussortiert werden und aufgeräumt werden. Ja, und dann hier der Schuppen, der war halt auch komplett unordentlich, also so ähnlich wie hier hinten die Ecke, lag halt alles kreuz und quer rum und auch auf dem Boden und lauter Dreck und also tonnenweise Dreck einfach und Müll und vergammeltes Zeug und alles mögliche, alles aufgeräumt und halt hier der ganze, hier ist halt das Metalllager, da haben wir auch alles aufgeräumt, vorher konnte man hier kaum gehen. So, und jetzt ist halt wirklich also eine ganze Menge schon passiert und ja, also man spürt merklich den Unterschied. Ne? Ja, hier lag so ein Dreckhaufen vor der Tür, den habe ich hier in die Tonne reingetan. Ja, und die Werkstatt ist halt noch, naja,
die kommt als nächstes dran. Da kann man nichts finden und alles ist durcheinander. Und man kann nicht wirklich arbeiten. Aber das dauert nicht mehr lange, dann haben wir das auch, denke ich mal. Ja, und hier die Scheune. Die ist halt auch noch ziemlich zugemüllt. Naja, aber das wird alles mit der Zeit, wenn wir den Kram auch nach und nach zum Teil verkaufen und so. Im Flohmarktladen. Ja, dann ist halt noch hier aufzuräumen. Das kommt alles zum Teil auf den Speicher, muss noch sortiert werden. Eine ganze Menge muss halt noch gespült werden. In der Spülmaschine zum Großteil zum Glück. Und wir haben auch noch eine ganze Menge fast angeschimmelter Klamotten, die sauber müssen. Ja, und als ich hier ankam, zum Beispiel, war hier der komplette Flur zugemüllt. Und das habe ich jetzt auch behoben vor ein paar Tagen. Jetzt sind nur noch ein paar Sachen. Die sind jetzt alle auf dem Speicher gelandet, müssen da auch noch zum Teil sortiert werden und in Säcke gepackt, damit die Motten nicht dran gehen, die Klamotten und so weiter. Ja. Und so haben wir jetzt verschiedene Lager. Und auch jeder Raum muss halt nochmal überarbeitet werden. Das ist halt so unglaublich viel Zeug. Ja, aber dank eurer Spenden, wie gesagt, hatte ich die Motivation, hier jetzt mal richtig aufzuräumen. So, das habe ich letztes Jahr schon gebaut. Jetzt wird mein Zimmer auch noch fertig eingerichtet, da ist auch noch einiges zu tun. Und ja, auf jeden Fall schon mal vielen Dank. Ja, den Cloudwasser habe ich auch noch mal überarbeitet. Da ist jetzt nicht mehr ganz so viel Wasser drin. Ungefähr hier ist Höchststand, das ist so Idealstand. Und dann habe ich halt hier noch ja, das so gebaut, dass in der Mitte der kleine Orgonit die ganze Zeit mit Wasser überspült wird. Das hilft auch noch zusätzlich dabei, die Wirkung zu verstärken. Und hier geht noch ein kleiner Schlauch hier runter. Lustigerweise hat man dadurch ein bisschen Luftbläschenbildung. Ja, das Wasser ist so braun, weil ich halt auch Brauchwasser nutze. Damit wir halt nicht so viel Wasserverbrauch jetzt extra für den Cloudwasser haben. Da muss ja ab und zu mal frisches Wasser rein. Und deswegen nehme ich halt auch mal das Wasser aus der Badewanne. Die ist da oben in dem Raum. Dann können wir das ganz gut mit einem Gartenschlauch hier runterpumpen. Oder laufen lassen. Ja. Auf jeden Fall werden jetzt demnächst definitiv auch noch Videos kommen zum Thema, zu verschiedenen geistigen Themen wieder. Und es wird auch noch eine ganze Menge passieren dieses Jahr. Ich habe auch als Reaktion auf die Cloudbuster-Dokumentation jetzt einen Auftrag, wo ich demnächst einen Cloudbuster bauen kann für jemanden und vielleicht auch noch einen Vortrag halten. Und das ist auf jeden Fall alles schon mal ziemlich gut und klasse. Und ja, aber halt extrem viel zu tun und wie gesagt, ich muss nebenbei noch heilen. Ich habe noch meine ganze Promotion von dem YouTube-Kanal, muss ich selbst machen, über Facebook, wie das auch viele von euch, die das sehen, vielleicht schon wissen. Und deswegen bitte ich euch auch nochmal, unterstützt mich, teilt mich, spendet, wenn ihr könnt und wollt. Und ja, also ihr müsst nicht, aber es freut mich halt wirklich, jeder Cent zählt. Ist so, also ich zähle die Kaffeebohnen, wenn ich Kaffee trinke. Ich trinke aber meistens keinen. Ja, und es ist halt so, also man muss halt wirklich einfach gucken im Moment, wenn man so ein kleines Unternehmen halt aufbaut, so wie wir jetzt, und ich auch noch nebenbei meine Selbstständigkeit aufbaue, dass man halt alles so gut wie möglich, effektiv wie möglich managt und so. Und das ist halt eine riesen geistige Aufgabe. Und dann kommt es halt noch dazu, dass ich einiges an ja, an geistigen Aufgaben und Heilarbeit und sowas noch hier in der Gegend habe und auch Anfragen dafür und so. Also das ist halt wirklich viel zu tun. Ja, ich werde auch noch ein paar Tutorials machen zum Thema geistige Arbeit und Übungen und solche Sachen. Weil ich wirklich will, dass jeder lernen kann, sich selbst auch zu heilen.
Und mir geht es dabei absolut nicht um Profit oder Geld, sondern es geht eigentlich nur darum, dass ich meine Arbeit so effektiv wie möglich weitermachen kann in den nächsten paar Jahren. Weil hier gibt es noch viel zu tun und damit halt dieser ganze Mist hier nicht den Bach runtergeht, ist wahrscheinlich auch noch einiges an Arbeit nötig. Daher hoffe ich einfach, dass genug Unterstützung da ist. Ich freue mich über jeden Daumen nach oben und über alles, was ihr an Kommentaren schreibt, auch an Ideen. Ich lasse mich gern inspirieren. Ich habe auch schon einige Ideen schon aufgeschrieben, die mir von Freunden, Bekannten und auch von euch halt zum Teil gegeben wurden. Und werde darüber auch noch Videos machen. Wie gesagt, momentan läuft das alles nur ein bisschen schleppend. Ich könnte schon 2 Wochen weiter sein, aber ich muss mich halt auf die wesentlichen Dinge gerade konzentrieren und vor allen Dingen halt auch auf die Heilung, damit ich dann bald auch wieder unabhängig von diesem Zuhause hier sein kann und ein bisschen durch die Gegend gehen, wandern, reisen kann oder trampen kann. Ja, auf jeden Fall teilt mein Video und teilt meine Videos, guckt sie euch alle an, wenn ihr Bock habt und teilt es mit euren Freunden. Ich weiß, ich bin ein Amateur, ich weiß, ich bin nicht perfekt und so. Das ist mir aber egal, weil ich denke mir, die Menschen, die halt wirklich, die es wirklich interessiert und die tatsächlich irgendwie was davon haben, die gucken sich das deswegen an und die nehmen auch eine ganze Menge mit. Hoffe ich zumindest. Peace.